Also ich möchte vorab erstmal eine kleine Info geben. Und zwar habe ich in den letzten Tagen sehr viel Probleme mit OBS. Und als ich diese Aufnahme gemacht habe, da habe ich nicht gemerkt, dass meine Soundeinstellungen total morgs sind. Also der Game-Sound ist alles in Ordnung. Es sind halt nur... Es bin ich. Der Sound von meinen Kommentaren ist morgs. Und ich habe von Town of Light an den Tag nicht viel aufgenommen, sondern es sind nur zwei Folgen geworden. Und deswegen habe ich halt beschlossen, dass ich diese halt nachvertonen werde. Es ist nicht so schön. Und ich hasse eigentlich Nachvertonen wie die Pest. Aber ich finde, bei diesem Spiel passt eigentlich mein Dosen-Sound-Ding, es passt eigentlich gar nicht, ne? Und bevor es einfach nur atmosphärisch scheiße wird, wegen mir werde ich das lieber nachvertonen. Wenn du wissen willst, wie sich der Sound angehört hat, Octodad hatte ich an den Tag auch aufgenommen. Dann kannst du ja mal ganz kurz bei Octodad reingucken, um zu gucken, wie es sich angehört hat. Und das war noch bearbeitet. Ich habe es besser hingekriegt. Ich bin auch kein Audio-Experte. Ich kann sowas echt schlecht. Aber das war die bearbeitete Version, weil Octodad, das hat sich vorher echt schlimmer angehört. Und ich möchte diesen Sound möchte ich nicht bei Town of Light haben. Also wie gesagt, es sind nur die ersten zwei Folgen. Ich hoffe, es stört dich dann nicht. Und ansonsten lehn dich zurück und genieß die Atmosphäre von diesem Spiel, weil ich möchte eher nicht viel Spaß wünschen, weil ich weiß nicht, das passt irgendwie gerade nicht. Bye oder bis gleich. So, hi, und jetzt sind wir hier in der ersten Folge von Town of Light. Yay! Ich bin mir nicht sicher, was ich als Einleitung gesagt habe. Ich glaube aber, das war, dass ich dieses Spiel schon einmal angefangen habe zu spielen. Und zwar habe ich damals versucht zu streamen und ich wollte damals Town of Light streamen. Hat nicht so ganz funktioniert, aber ich habe es nie durchgespielt. Und es ist kein wirklicher Horror, aber ich fand das jetzt als Überleitung zu Oktober fand ich das jetzt eigentlich ganz gut, weil es geht da irgendwie darum, wir laufen durch eine Anstalt, aber nichts mit Jumpscares oder sonstiges, ne? Es ist einfach nur diese ganze psychische Brainfuck, sag ich jetzt mal, ne? Und ich habe ja schon öfters erzählt, dass ich persönlich finde, es am gruseligsten, also der menschliche Verstand ist am gruseligsten. Klar, Zombies, Monster und so weiter, alles gruselig, gebe ich zu, aber der eigene Verstand ist am gruseligsten. Da gucke ich jetzt gerade nach der Option. So, Auflösung, ja, alles super. Alles super. Ja, der menschliche Verstand ist am gruseligsten. Da steckst du nicht mehr drin. Ja, das sage ich ja da. Das ist meine Grafikkarte. Oh. Ja, ist nicht gerade das Beste. So. Ich weiß nicht, wann ich starte. Ich lasse mir übrigens in diesem Spiel sehr viel Zeit. Und ich genieße. Ich genieße sehr viel in diesem Spiel, weil es einfach nur schön aussieht, aber halt auch sehr runtergekommen und das ist halt die Atmosphäre. Die Atmosphäre, die Atmosphäre, die Atmosphäre. Ich finde Atmosphäre einfach super. Ja, ich rede echt sehr viel. Ich sollte das vielleicht mal abstellen. Ich sollte es mal lassen, so viel zu reden. So. Ja, wie gesagt, ein bisschen kenne ich davon, weil ich schon damit angefangen habe. Aber nicht viel. Ich habe nämlich mehrmals das Spiel gestartet, weil ich mehrmals versucht habe zu streamen. Aber hey, das hat nicht funktioniert. Vor allem mit nur einem Monitor ist das Kacke. Aber ja, YouTube ist auch geil. Bin ich so gesprächig? Ach
Ach so, ich erkläre das mit dem menschlichen Verstand, dass mir das am meisten Angst macht. Aber es ist am faszinierendsten. Oh, ich starte. The Town of Light beruht auf einer wahren Begebenheit und Volterra 1942. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Die Realität wird immer dünner und ich habe keine Haut. Jeder Windhauch schmerzt entsetzlich. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Volterra, Toskana, 2016. Ja! Beweg dich! Das sind wir jetzt auch. Ja, alles wunderschön. Ja, ich merke, da stelle ich gleich nochmal meine Maus, glaube ich, um. Oder? Ja. Oder auch nicht. Ich dachte, das würde ich jetzt tun. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich tue es! So, Maßempfindlichkeit habe ich ein bisschen höher. Ja. Okay. Man sieht nie einen Unterschied, aber man fühlt den Unterschied irgendwie, finde ich. Was mache ich denn jetzt? Schatten hoch. Achso, ich gucke, ob es höher geht, oder? Oder? Ja. Blumen? Nein. Blumen? Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe, aber auf jeden Fall. Bin ich, glaube ich, jetzt zufrieden? Ich gehe immer dahin erstmal, wo es wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten ist, wo ich hin muss. Aber ich habe immer Angst, das ist bei Spielen generell so, ich habe immer Angst, dass ich irgendetwas nicht sehe. Dass da irgendetwas ist, was ich dann verpasse. Deswegen gucke ich immer erstmal. Ja. Die Maus sieht zwar ein bisschen ruckelig aus, aber ich habe keine Ahnung, ob das meine Hand ist oder ob das die Maus ist. Aber ich habe manchmal so Ambitionen, dass ich das irgendwie so ein bisschen hakelig schiebe, die Maus. Es ist furchtbar. Achso, da rede ich, dass das aussieht wie so eine Frau. Da die Hüfte, der Rücken, die Brüste waren da und dann da die Haare und dann hier die Arme. Als ob sie am Beten ist, ja. Ja, stimmt. Das weiß ich noch. Mit viel Fantasie sieht das aus wie eine Frau. So, gucke ich hier erstmal ein bisschen rum. Wie gesagt, man will ja nichts verpassen, ne? Aha. Ein bisschen alles runter verkommen. So. Also, wie gesagt, ich finde das eigentlich eine schöne Überleitung. Es hat was damit zu tun, wovor ich mich grusel, der menschliche Verstand, aber es ist nicht so wirklich Horror und ich hatte halt etwas geplant in Oktober und ich hoffe, dass es funktioniert und von den ganzen Spielen, die ich die letzten Wochen gespielt habe, ist das ein perfekter Übergang eigentlich. Ja, und hier sehe ich das teilweise Copy-Paste gemacht und da erzähle ich noch einmal, dass Copy-Paste in ein Spiel nicht so schlimm ist.
nur manchmal irgendwelche Sachen noch einmal siehst oder sonstiges, ne? Ich finde das wirklich nicht schlimm. Fand ich bei Sherlock Holmes, fand ich das auch nicht so. Ja, ich fand das schön. Ich finde es manchmal eigentlich eher lustig, wenn ich sowas entdecke, anstatt dass ich sage, nee, die haben sich keine Mühe gegeben. Und die Entwickler von Town of Light haben sich sehr viel Mühe gegeben. Aber ich kenne das Ende, also ich kannte das Ende in dem Moment nicht. Jetzt kenne ich das ja, ich hab's jetzt schon durch. Aber in dem Moment kannte ich das Ende nicht. Und jetzt erstmal ein bisschen wippen. Aber ich verfolge, also ich habe schon die ganze Zeit die Entwickler verfolgt. Und manchmal hast du so Bilder gesehen, mit dem richtigen Ort, wo sich das alles abspielt. Und dann, wie es halt im Spiel gemacht wurde. Im Spiel haben die es ein bisschen übertrieben, sage ich jetzt mal. Also übertrieben eigentlich im positiven Sinne. Dass sie, ja, irgendwann mal sage ich, dass mir ein bisschen schlecht wird. Ich kann jetzt auch gerade gar nicht hingucken. Übertrieben meine ich im positiven Sinne, dass die es ein bisschen abgeranzter gemacht haben. Und ich finde das eigentlich total schön, dass. Ich weiß noch, als ich das das allererste Mal gespielt habe, habe ich die ganze Zeit gesucht, was kann ich denn da öffnen, ne? Bis mir dann die Tür auf einmal aufgefallen ist. Weil das einfach nur irgendwie blöd aufgeploppt ist. So, wir haben Taschenlampe, die werde ich im Spiel öfters benutzen, weil ich gemerkt habe, dass es ein bisschen dunkel ist, wenn ich sowas hochlade. Ich verweise nochmal auf Leia Sophia. Bei mir ist es immer wunderschön. Im Spiel ist es, also in der Aufnahme ist es dann immer viel zu dunkel. Ja. Und künstlich alles irgendwie hochdrehen ist. Ja. Dann haben wir graue Matsche. Das ist irgendwie voll doof. Ich bin gleich gespannt. Jetzt wird gelesen. Unglaublicher Sieg der Luftabwehr. Die kontinentale deutsche Luftabwehr hat in 24 Stunden 159 Flugzeuge abgeschossen. Umfangreiche russische Truppenbewegungen nordwestlich von Jassy, feindlicher Konvoi zerschlagen, zwei Zerstörer und sechs Handelsschiffe versenkt. Oh, wenn ich nachvertone, habe ich immer so das Gefühl, ich muss mich beeilen, weil ich Angst habe, wann das Aufnahme ich das wegmachen soll. Jetzt gucke ich hier, ob ich das umdrehen kann. Kann ich nicht. Entschuldigung. Ja, da habe ich das noch einmal. Erste Verbesserung der Nahrungsration. Am 20. April werden die Brotrationen um 50 Gramm pro Tag erhöht. Ein zusätzliches Kilogramm Suppenprodukte pro Monat. Reform der Behandlung von Landarbeitern und außenplanmäßige Ausgabe von Marmelade. Ist vielleicht schon wieder schneller. Im Laufe des Spiels wird man ab und zu mal ein paar. Oh. Julia K., voll der Trauer, doch geschützt durch den Glauben, überbringen Mutter Irene E., Vater Erich und Schwester Martha die traurige Nachricht. Die Trauerfeier findet am Sonntag, den 16. April um 15:30 Uhr in La Romola statt, beginnend am Haus der Verstorbenen, 13. April 1944. Ein paar Übersetzungsfehler, also nicht vom Sinn her, aber vom grammatischen her werden ein paar Fehler kommen, aber es ist nicht so schlimm. Es wird auch nicht so häufig kommen. Also jetzt vom Spiel aus. Aber ja, die sind halt da. Brutaler Mord in San Castellanoa. Scheiße. 14. April 1954. Julia K., eine junge Frau aus gutem Hause, wurde nahe ihres Zuhauses brutal ermordet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine politische Motivation wird nicht ausgeschlossen. Ja, da sind halt auch diese ganzen italienischen Begriffe, Wörter, Ortsnamen. Ich kann null Italienisch. Und deswegen wird es da halt noch ein bisschen Probleme geben. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ja, ich bin nämlich Vollblutdeutsche. So, da haben wir jetzt die Bilder. Ja, da haben wir jetzt die Bilder 1940. Und ich sag das oft in dem Let's Play, dass ich glaube, dass das echte Aufnahmen sind. Das jetzt, ja, da gucke ich, ob ich nach hinten gucken kann, aber kann ich nicht. Dass das jetzt nicht irgendwie im Computer hergestellt wurde. Ich glaube wirklich, dass das echte Aufnahmen sind.
Wenn nicht, dann. Wow. Na, guck ich, welche. So, das Radio. Ja. Ich hatte irgendwie in meiner Erinnerung mir eingebildet, ich könnte das abspielen, aber kann ich nicht. Da versuche ich es. Ich weiß aber auch nicht warum. Ich habe kein Radio abgespielt, aber ich habe gedacht, ich war fest überzeugt, es würde gehen. Es funktioniert schon. Es ist ja nicht umsonst da, das funktioniert. So, ich weiß nicht, warum ich da hier stehe. Wahrscheinlich habe ich gehustet. Das passiert mir halt öfters, dass ich manchmal dann auf stumm mache, dann irgendwo stehen bleibe oder sonstiges und dann erstmal huste. Aber ich habe jetzt auch mittlerweile eine Behandlung gegen meinen Husten. So, die Musik gönnen sie dir. Da haben wir es quasi einen Titelsong. Riot Productions. Präsentiert. Ja, und da bin ich erstmal total hin und weg. Genauso wie der Zaun, der jetzt gerade umgefallen ist, der war auch hin und weg. Aber ich fand das gerade so schön. Diese Musik und dann das, was ich gerade gesehen habe, diese Bilder und dann diese Vögel. Ich fand das irgendwie voll schön. Ich bin da so echt so ein Opfer, was das angeht. Opfer, was das angeht. Jetzt gucke ich mich erstmal draußen ein Weilchen um. Dieser Ort, die Zeit, die Erinnerung. Dieser Ort, diese Zeit, diese Erinnerung. Also wie gesagt, ich gucke erstmal ein bisschen draußen rum. Da finde ich die Treppe. War erstmal gerade neugierig, bis mir dann eingefallen ist, das war ein alternativer Weg, den wir hätten da hochgehen können. Da war nämlich irgendwo ein kleiner Loch im Zaun. Ja, und da sage ich, oh, wie süß, da will ich rein. Das weiß ich noch. Das habe ich gesagt. Ja, und da war ich erstmal erschrocken, weil auf einmal diese Fische da so plopp. Kann passieren. Kann passieren. So, da ist der Loch im Z ist das Loch im Zaun. Es wäre eine alternative Route gewesen, aber ich fand die, die wir gegangen sind, fand ich jetzt schöner. Ja. Das ist echt mein Ding. Das sieht so schön aus. Das ist. Ich weiß nicht, ich liebe es. Jetzt gehen wir rein. Und ich frage mich immer noch, wer hier freiwillig auf einmal reingeht. Ganz allein. Aber. Ach so, ja. Ich hatte in dem Spiel das Bedürfnis, das habe ich irgendwie die ganze Zeit, auch als ich das damals 10.000 Mal neu gestartet habe, dass ich die Fenster aufmache und ein bisschen Licht reinlasse, weil ich mich so. Ich weiß, ich habe mich instant eingesperrt gefühlt und das wollte ich halt damit kompensieren. Hat null gebracht, aber ich weiß nicht. Es hat mir in dem Moment hat mir sehr viel gebracht. So. Da haben wir Bilder. Das sieht aus wie ein Schlafsaal, ne? Ja. Boden. Alles wunderschön. Ja, da habe ich gerade gesagt, oh, das geht ja doch. So. Bringt nichts. Ist aber für meinen Seelenfrieden ist das was. So, hier haben wir ein Bild vom Ort. Ja, das kann ich nicht lesen. Kann ich immer noch nicht. So, und dann haben wir hier einen Plan. Aufnahme, Warteraum. Drittens ist gar nichts. Treppe, Konferenzraum, Besuchertoiletten, Abteilung ruhige Geisteskranke, Beobachtungsabteilung, Speisesaal, Speisesaal, Toiletten, Toiletten, Schwesternzimmer, Park. Und ich bin hier in der Nummer 2 im Warteraum.
Du bist hier. Das ist total süß irgendwie. Du bist hier. Versuche ich es nicht. Es gibt keinen Strom. Der Hauptschalter befindet sich neben der Abteilung für. Ja. So, mache ich das auf. Und bin erstmal begeistert von diesem freundlichen, netten Gesicht. So, hier auch erstmal obligatorisch alle Fenster öffnen. Auch wenn es ein bisschen deprimiert, dass da ein Gitter vor ist. Da habe ich das wahrscheinlich gerade gesagt. N allgemeines Programm 10 3 2 7 Nervenharnstein-Verwaltungsakte von Amara aufgenommen am 15. Juni 1937. Entlassung Arm verlegt Arm gestorben am 8. November 1942. Mir wird gerade einiges klar, jetzt wo ich das nochmal sehe. Ich möchte aber nicht so viel vorwegnehmen. Meine Nase ist ein bisschen verstopft. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich glaube, ich werde ein bisschen erkältet. So. Telegramm, Volterra am, Podesta am. Bitte informieren Sie alle Angehörigen im Falle des Todes von, und fordern Sie sie zur Übernahme der Bestattungskosten auf. Da der Leichnam sonst zu Studienzwecken nach Pisa geschickt wird, Kosten 100. Direktor S. So ein vorgefertigtes Telegramm für irgendeinen. Irgendein Patient. Wie lange brauche ich das, um das zu lesen? So. Haben wir wieder Bilder. Ja, ich glaube, das sage ich auch, das ist irgendwie so ein Teil von dieser großen, von diesem großen Bild. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch felsenfest überzeugt, es könnten echte Bilder sein. Liste der Gegenstände in Patientenbesitz bei Aufnahme. Wohltätigkeitsstiftung, Nervenharnstein, Verwaltungsliste, der Artikel an Kleidung und Schuhwerk, Bargeld, Karten und weiteren Wertgegenständen bei Aufnahme in der Anstalt zur Beobachtung René, den 12.03.1938. Nähere Informationen über Kleidung, Bargeld, Wertgegenstände, Karten und weitere Gegenstände, Notizen, Pullover, Hemden 1, Unterwäsche 1, Paar Socken 1, Schuhe 1, Windeln, Röcke, Kleider, Hosen, Westen, Jacken, Papiertaschentücher, Stofftaschentücher, Hüte, Mützen, Schürzen, Golfhemden, Mäntel, Handtücher, Krawatten, der Assistent, der Direktor, Volterra, den G. Ja, und da frage ich mich, wer nimmt denn nur ein Hemd mit, ein paar Unterwäsche, ein paar Socken, ein paar Schuhe, okay, Schuhe, ja. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich verstehe auch nicht, wie, ja, ich rate es um mit, ja, eine Schere. Ich rate sowas im Moment sehr viel rund, sehr schnell runter, weil ich Angst habe, dass auf einmal alles wegploppt. 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 Ja, Münzen, Volterra. Das ist 2 Lire. Ja, noch eine Münze. Was ist das? 5 Cent. Oh Gott. Noch eine Münze. Das sind 50 Cent. Oh Gott. Und 20. Ja. Ach, meine Nase. So, ich muss da gerade drauf achten. Dokument der Patientenentlassung, Wiederaufnahme, Vor- und Nachname Franziska Agostini, 65027, Vaterschaft Arduino, Mutterschaft Martelli Gina, Geburtsort Velletri, Provinz Rom, am 13. Oktober 1895, Wohnort Velletri, Provinz Rom, Familienstand verwitwet, aufgenommen am 30. Mai 1916, Diagnose Frühform von Demenz, überwiesen von Nervenheilanstalt Rom, Verlegung in die Beobachtungsstation der
des Anstalts. Entlassung, Tag, Monat, ja? Naja, da ist jetzt eigentlich eher so, ja. So. Entlassungsformular, Akte, Wiederaufnahmetag, Monat, ja, Wiederaufnahmeformular, bla bla bla. Atemwegserkrankung. Oh Gott. Okay. Dann gucke ich weiter. Alles gut. Kann sein, dass du im Hintergrund mein Stuhl gerade hörst, aber ja, ich brauche das gerade. Gucke ich, ob ich was lesen kann. Das sind Jahre. Bücher. Ich gucke ja ganz gerne die Bücher. Es gibt keinen Strom. Der Hauptstelle befindet. weiter geht's. Finden wir was? Ich hätte eigentlich in dem Moment vielleicht dann den Strom. Ja, Fenster, wichtig. Vielleicht den Strom anschalten sollen. Da wäre es umso einfacher. Da habe ich das Geräusch gehört. Du wahrscheinlich jetzt auch, hä? Und da war ich nochmal überlegen, ist das wirklich kein Horrorspiel? So Horror wie. Da kommt gleich Geist um die Ecke. So, Nervenheilanstalt. Hinweis. Priorität bei Besuchen von Militärpatienten. Erhalten ausschließlich Eltern, Geschwister, Ehefrau und Kinder. Mit schriftlicher Genehmigung durch die Familie können Bekannte durch den diensthabenden Arzt Informationen zum Gesundheits- und Geisteszustand von Patienten erhalten. Ohne Vorlage eines solchen Schreibens am Eingang wird der Zutritt verwehrt. Urlaub von Zeit zu Zeit auf Antrag je nach Verfassung des Patienten gewährt. Wenn das Elternteil, der Bruder oder die Ehefrau Beobachtung und Obhut garantieren kann. Keine weiteren Personen außerhalb der Anstalt erhalten Zugang zu den Patienten. Jeder Gegenstand für einen Patienten muss zunächst jedes Mal durch die Gesundheitsbehörden genehmigt werden. Wein und alkoholische Getränke sind in jedem Fall strengstens verboten. Der Direktor Stempel. Oh Gott. War ich wieder zu schnell? Es tut mir leid. Weil ich weiß, ich habe dazu nichts gesagt. Oh Gott, ich war zu schnell. Es tut mir leid. Ah, jetzt. Anti-Volterra-Wohltätigkeitsstiftung. In vollständiger Übereinstimmung mit den Richtlinien der faschistischen Führung im Geiste großer Initiative und der Rationalität technischer Kriterien im Übergang zu der wahrhaftig exemplarischen Organisation eines selbstgeleiteten, hochintensiven Agrarunternehmens auf den Feldern von Volterra, wo der kompakte, grobe Tonboden früher als karges Weideland genutzt wurde. Die sekundäre Provinzkommission in ehrwürdiger Anerkennung dieser besonderen ländlichen Verdienstes wurde einstimmig beschlossen, das gegenwärtige Spezial-Ehrenzertifikat und eine große Goldmedaille beim dreijährigen Wettbewerb als Preis an alle Unternehmen unter dem Dach von Agro-Volterrano zu verleihen. Der Präsident, der Minister Pisa, 26. November 1933. Oh Gott, ich habe so einen innerlichen Druck. Ich habe so einen innerlichen Druck, dass ich ganz schnell vorlesen muss. Es tut mir leid, wenn du nicht hinterherkommst. Aber dann kannst du ja selber lesen. Mach Pause nicht selber. Echt jetzt? War ich so schnell? So. Ja, hier wieder. Aufnahme, Warterraum, bla bla bla. Ja, es sieht wunderschön aus. Ja, hier ist der Flur, da ist der Elektrokasten. Gehen wir mal hin. Ja. Irene E. in K. 26 Jahre. Die Frage befindet sich im Zustand großer Unruhe. Sie verflucht ihre dreijährige Tochter dafür, dass sie ihr Leben zerstört habe. Sie wollte uns fortschleppen. Dieses verdammte Kind wollte uns töten. Sie ist der Teufel, sage ich. Sie ist der Teufel höchstpersönlich. Sie hat mir die Fähigkeit genommen, Leben zu schenken. Sie hat ihre Schwester in Schweigen gehüllt. Schweigen ist unheimlich. Die Mutter sagt, dass ihr Ehemann Erich K. aus Sorge über ihre Tochter einen Arzt angerufen hat, der die Verfassung der Frau bemerkte, eine potenzielle Gefahr für die Tochter feststellte.
Er leitete umgehend eine Einweisung ein. Die Frau wurde zur Beobachtung in ein Einzelzimmer eingewiesen, aber nicht, weil sie gefährlich war, sondern wegen ihrer Gesellschaftsklasse. Es schien die angemessenste Wahl. Die Mutter hat dieser Anstalt eine großzügige Spende zukommen lassen, um ihre Tochter eine angemessene Unterbringung zu ermöglichen. Ja. Haben wir es wieder. Geld macht alles möglich, ne? Geld macht alles möglich. Und die, die kein Geld haben, die müssen leiden. Naja, aber ich glaube, Leute, die Geld haben, die haben es auch nicht immer leicht. Aber da haben wir irgendwie, die Mutter kann keine Kinder mehr kriegen und gibt der Tochter die Schuld und sie hat ihre Schwester ein Schwein gehüllt. Sollten das eigentlich Zwillinge werden und der Zwilling ist gestorben? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich lange lesen kann. Das wäre lustig gewesen, wenn da jetzt irgend so ein Vogel rausploppt. So. So, Tür auf. Das Einzige, an das ich mich klar erinnern kann, ist Charlotte, meine Puppe. Charlotte. Ja. Charlotte die Puppe. Ja, da machen wir erstmal Strom an. Ja, das Gesicht. Das sieht so gruselig aus. Wunder dich nicht. Ich habe das mit Charlotte hatte ich damals schon gemacht. Ich wusste da wahrscheinlich, also ich wusste in dem Moment aber nicht, wo sie ist. Das Licht hat ja echt viel geholfen. Aber ich hatte das schon mal gemacht, deswegen wusste ich ungefähr, was ich tun soll. Deswegen bin ich da so zielorientiert, ganz gut.